Mappings and Constraints. Beschränkungen und Zuordnungen. In diesem Blog geht es darum, wie wir Beschränkungen im Interface nutzen können, um Benutzungsschnittstellen einfacher zu machen. Und wie wir Zuordnungen geschickt wählen, damit es für die Benutzer einfacher wird, Dinge zum ersten Mal zu nutzen oder zu lernen oder auch weiterhin zu benutzen. Sie sollen in der Lage sein, Beschränkungen und Zuordnungen zu nutzen, um Benutzungsschnittstellen zu bauen, mit denen die Nutzer ja weniger Fehler machen. Wir nehmen als erstes Beispiel den USB-Stecker. Die meisten von Ihnen haben sicher schon mal versucht, den USB-Stecker falsch herum reinzustecken. Mit USB-C ist das Problem gelöst, weil wir den in beide Richtungen reinstecken können. Was wir hier sehen, wenn wir uns kurz das elektrische Diagramm anschauen, der Stecker ist so aufgebaut, dass es eben auf der einen Seite Ground 0 Volt und auf der anderen Seite 5 Volt ist. Wenn wir den falsch rum reinstecken würden, würde das zum elektrischen Problem führen. Deshalb ist es wichtig, dass er nur in eine Richtung reingeht. Und die Lösung ist, es ist mechanisch so gebaut, dass es eben nur in die eine Richtung reingeht und in die andere Richtung können wir es nicht reinstecken. Und das ist ein sogenanntes Physical Constraint, eine Beschränkung, die durch die physikalischen Gegebenheiten durch die Bauart gegeben ist. Weitere solche Beispiele. Eine DVD, wie können Sie die in einen DVD-Spieler einlegen? Ja, zumindest können Sie zwei Seiten versuchen, also mit der Beschriftung oben oder mit der Beschriftung unten. Wenn Sie Geld in einen Verkaufsautomaten stecken, dann haben Sie zumindest mal vier Richtungen, in denen Sie es probieren können. Und da sehen wir schon, mit dem Design von Systemen schaffen wir teilweise Beschränkungen durch das physikalische Design. Aber es hängt auch sehr stark mit den Affordances, dem Aufforderungscharakter zusammen. Und eine Grundregel, die wir haben sollten, wir sollten versuchen, diese Beschränkungen einzusetzen, um Fehler zu vermeiden, aber nicht damit neue Fehler entstehen. Und sowas wie der USB-Stick ist ein Beispiel. Die Hälfte der Zeit halten die Leute an den Rechner und ja, es geht nicht einstecken, weil er falsch herum ist. Und das hat sich mit USB-C gelöst. Wenn man sich da anschaut, da wurde in der Technik was gemacht, dass ich ihn eben in beide Richtungen einstecken kann. Und somit wurde es für den Benutzer einfacher. Und das heißt, Constraints sind nicht zwangsläufig dazu da, dass weniger Fehler entstehen. Aber ich kann mit Constraints, mit Beschränkungen Fehler verhindern. Und wenn wir jetzt den Zusammenhang zu dem Aufforderungscharakter haben, ist es so, wir haben eben bestimmte Bedienelemente wie Knöpfe, die drehen wir, andere Knöpfe, die wir drücken, ja, Schiebeschalter, Schieber, die wir von links nach rechts oder von rechts nach links schieben. Das heißt, mit der Wahl der Bedienelemente beschränken wir auch, was Leute damit tun können und generieren damit auch eine Erwartungshaltung. Jetzt schauen wir aber mal kurz rein, welche Beschränkungen gibt es denn? Und das ist aus dem Buch von Don Norman. Was wir hier sehen, er sagt, es gibt physikalische Constraints, also physikalische Beschränkungen. Die hängen mit dem zusammen, wie ein Objekt gebaut ist, wie das aussieht. Es gibt semantische Beschränkungen. Das heißt, ich kann es nur in einer bestimmten Weise verwenden, sonst ist es nicht sinnvoll, sonst macht es keinen Sinn. Es gibt kulturelle Beschränkungen. Das heißt, ich kann es nur in einer bestimmten Art und Weise verwenden, um den Konventionen der bestimmten Kultur, in der ich mich aufhalte, in der ich mich bewege, zu entsprechen. Und dann gibt es noch logische Constraints. Das heißt, wenn wir die nicht einhalten, dann macht das keinen Sinn. Semantische Constraints, also semantische Beschränkungen und logische Beschränkungen, da ist die Grenze häufig nicht ganz klar. Auch die Grenze zu den kulturellen Beschränkungen ist da eher fließend. Ich habe jetzt ein Beispiel für physikalische Constraints und das zeige ich hier. Was ich hier habe, ist ein Lego-Motorrad. Wenn wir uns das jetzt anschauen, was hier noch fehlen, sind die Koffer, die hinten dran gehören, plus die Lampen. Das können wir mal überlegen. Wenn ich jetzt solche Lampen nehme, ich habe hier drei verschiedene, eine rote, eine gelbe und eine blaue. Welche gehört nach vorne? Und da ist eben klar,
Also die blaue gehört eigentlich nicht nach vorne, weil wir wollen ja was sehen. Die rote wissen wir kulturell oder auch logisch, die gehört nach hinten. Also ist es die gelbe, das ist eher was wir in Frankreich sehen. In Deutschland wäre es vermutlich weiß. Und jetzt ist die Option, wir können es in vier Richtungen hinbauen. Also es gibt nur vier Möglichkeiten, nicht unendlich viele, sondern es gibt vier Möglichkeiten. Und jetzt ist eben relativ klar, ich will es nicht so oder so bauen, weil da hätte ich eine Asymmetrie nach links, rechts und ich weiß, dass das symmetrisch sein muss. Ist auch wieder ein semantisches Constraint oder eben logisches Constraint. Und jetzt auch wieder die Sache, naja, der Wind kommt von vorne auf das Motorrad, also will ich es aerodynamisch bauen. Also ist das die richtige Form, das anzubauen. Ich kann jetzt auch in der Anleitung nachschauen, da ist es auch so drin. Aber ich kann mir es durch die Constraints, durch die Beschränkungen erschließen, wie das hier gehört. Jetzt ist es so, am Lenker haben wir die Blaulichter. Da ist auch wieder die Frage, wie bauen wir die an? Und da wird es so vorgeschlagen, aber in der Anleitung. Und da können wir auch wieder drüber nachdenken. Es macht Sinn, dass es eben so windabweisend nach außen ist. Das heißt, wir könnten auch drüber nachdenken. Jetzt kommen wir an den Teil, wo wir die Koffer haben. Ja, wie können wir die Koffer jetzt anbauen? Wir können die so anbauen. Das macht aber keinen Sinn, weil dann können wir oben nichts mehr draufbauen. Also können wir sie so anbauen oder so. Und die Entscheidung, was richtig ist, ist jetzt wieder ein semantisches Constraint. Wenn wir es eben davon ausgehen, dass die Person das lesen können will, muss man so anbauen. Und dann können wir die andere Seite auch. Da haben wir auch wieder die Möglichkeit, also wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Auch wieder eine relativ kleine Anzahl, beschränkt durch die Lego. Verbindungen und jetzt können wir das hier so anbauen. Das heißt, wir haben jetzt durch ein logisches Constraint oder ein semantisches Constraint geschlossen, dass es eben hier zum Lesen sein soll. Jetzt das hier drauf zu machen, da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Das haben wir jetzt hier drauf und jetzt kommen hier nochmal die Rücklichter und da können wir auch wieder überlegen, welche Farbe haben die? Haben die gelb? Nee, gelb ist vorne. Blau sind die Blaulichter am Lenker, also die Rücklichter sind rot, also können wir die hier an die Stelle bauen. Und jetzt ist natürlich die Sache, wir könnten sie auch eine Stelle weiter vorne oder könnten sie auch drehen, aber wir sind eingeschränkt in dem, was wir tun und damit wird es viel, viel einfacher, so ein Lego-Fahrzeug zu bauen, wie wenn wir gar keine Beschränkungen hätten. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, wenn wir so einen Lego-Stein anschauen, wir können das hier drauf bauen. Und wir können es hier drauf bauen. Wir können es aber nicht irgendwo dazwischen bauen. Das heißt, es gibt nur eine, ja, beschränkte Anzahl von Optionen. Und das macht das Ganze einfacher. Gleichzeitig verlieren wir damit Expressivität. Das heißt, wir können nicht so viel ausdrücken. Dann gehen wir weiter zum weiteren Constraint, den kulturellen Constraints. Und das sind eben ja, Dinge, Beschränkungen, die sich aus der Kultur ergeben, die wir gelernt haben und die können von außen betrachtet sehr zufällig erscheinen. Ich will nicht in die Tiefe gehen, aber nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit und schauen Sie an, welche Bedeutungen Farben haben und wie das dann im Interface sich, wie wir uns das im Interface zunutze machen können. Googeln Sie einfach nach den Bedeutungen der Farben und überlegen Sie, wie das im Interface eine Rolle spielen kann. Rot ist immer ein ganz interessantes Beispiel, auch insbesondere wenn wir jetzt so aus unserem Kulturkreis kommen, wo eben der Notausschalter rot ist. Überlegen Sie, wie das, wenn man es global betrachtet, aussieht. Ich hoffe, Sie haben eine gewisse Menge an Beispielen gefunden, an Erklärungen. Und das ist nur ein Beispiel. Wir haben Schriftzeichen, haben Symbole. Zum Beispiel können Sie überlegen, das rote Kreuz bzw. der rote Halbmond für den Krankentransport verwendet wird. Das sind auch wieder Cultural Constraints, die eben ganz bestimmte Bedeutungen haben. Und die Schwierigkeit, wenn wir global Dinge designen, eben mit allen Cultural Constraints klarzukommen, ist nicht ganz einfach und dann führt es eben manchmal dazu, dass man eben eine Version für Asien baut und eine Version für die USA. Das zweite Thema in dem Blog ist Mappings.
Wenn wir jetzt das anschauen, wir haben hier ja einen Herd und vier Knöpfe. Welcher Knopf ist für was? Hier sehen wir nun einen wirklichen Herd, wie er in der Küche ist. Und auch hier sehen wir, dass es ein Mapping gibt, was durch Symbole über den Drehschaltern gekennzeichnet ist. Wenn man jetzt einen einschalten möchte, muss man in Gedanken das Mapping machen. Das heißt, man muss die Beziehung herstellen, welcher Drehknopf für welche Platte ist. Und wie wir hier sehen, die jeweilige Platte ist schwarz markiert und wir stellen uns eben vor, dass die Platte nach hinten gekippt ist. Das ist das Symbol, was wir sehen. Bei diesem Herd haben wir jetzt noch eine weitere Schwierigkeit. Wir haben Platten, die zwei Größen haben und ich kann entweder die ganze Platte einschalten oder nur einen Teil. Was wir jetzt hier gesehen haben, wenn ich dann über die neuen rausgehe und nochmal, dann kann ich es einschalten. Wenn ich das aber nochmal mache, passiert nichts. Um es auszuschalten, muss ich wieder ganz zurückdrehen. Können wir hier auch nochmal sehen, wenn ich jetzt hier über die neuen hinausgehe, dann wird der äußere Ring mit eingeschaltet. Um ihn auszuschalten, kann ich aber nicht nochmal das machen, sondern muss zurückgehen. Also auch hier haben wir jetzt nicht nur ein räumliches Mapping, sondern eben auch ein Funktionsmapping. Und das wird man dann im Bereich der Ein- und Ausgabegeräte nochmal genauer betrachten. Heute ist das Problem in vielen Bereichen ein Stück weit zurückgetreten, durch das, dass wir Touchscreens an vielen Stellen haben, wo wir direkt mit den Objekten interagieren. Es gibt aber in ganz vielen Bereichen bei Maschinen, aber auch Systeme, die wir nicht mit Direct Manipulation, also nicht mit direkter Interaktion steuern, die Frage, wie mache ich ein gutes Mapping? Wie stelle ich die Beziehung her zwischen, jetzt in dem Fall, dem Drehknopf, der die Platte heizt, und der Platte selbst? Wie bringe ich die an? Und wenn wir jetzt hier sehen, hier können wir nur raten, ob die mittleren für das vordere oder die mittleren für das hintere, mit einer ganz kleinen Designänderung, und die ist jetzt hier übertrieben gezeichnet, wo eben die nicht ganz gerade an, da wird auf einmal ganz klar, na, die in der Mitte sind für hinten und die außen sind für vorne. Das heißt, was wir hier sehen ist, das Design gibt uns die Möglichkeit, diese Verbindungen zwischen Objekten für den Nutzer einfacher begreifbar zu machen. Da schaut man hin im zweiten Fall und weiß sofort, wie das ist. Das hat auch interessante Querbezüge zu dem Thema der Gestalttheorie, was wir im Bereich Human noch besprechen werden. Hier nochmal ein Beispiel zum Abschluss. Nehmen Sie an, Sie sollen ein System designen. Sie haben zum Beispiel was, wo Sie Briefe verschicken können und Sie können auf den Umschlag noch irgendwie was Nettes mit draufschreiben. Und jetzt kann man eben sagen, ja, da muss ich den Text eingeben und wo der auf dem Briefumschlag hin soll. Und dann ist es natürlich offensichtlich, dass wenn ich jetzt irgendwo auf den Umschlag klicken kann, wo ich das haben will, dass das viel einfacher ist, wie wenn ich aus einer Liste auswählen muss, sagen, naja, ich will es oben links oder unten rechts. Wir sehen unten das zweite Beispiel, was wir hier haben. Das macht es so ein bisschen einfacher, das simuliert den, aber der Briefumschlag ist natürlich viel, viel einfacher. Also ich klicke an eine bestimmte Stelle und da wird dann mein Text erscheinen. Und das hier ist das, was eben vom Aufwand, wenn wir drüber nachdenken müssen, da muss ich mir erst vorstellen, wo ist denn links, wo ist rechts. Das ist das Schwierigste. Und das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, was zu bauen, wo wir es wirklich möglichst einfach haben, wo die Beziehungen, wo Sachen hingehören, schon offensichtlich sind, also in dem Fall durch das, dass wir direkt draufklicken, dann ist es sehr einfach. Und damit sind wir auch schon am Ende von diesem Blog. Hier noch einige Fragen zum Testen Ihres Verständnisses. Als Referenz habe ich hier das Buch The Design of Everyday Things von Don Norman angegeben. Hier noch unsere Lizenz und vielen Dank fürs Zuschauen.